Die ersten über 100 Jahre sind schon vorbei in der Zwischenzeit. Mit 200 Verwaltungen. Und wir machen weiter. Sind jetzt im Krieg mit Geldern, weil ich möchte das Dritte Königreich gründen, damit wir dann irgendwann ein Kaiserreich sind. Wir haben ein wichtiges Kindlein gefangen genommen. Das ist doch hervorragend. So kann man Kriege schnell beenden. Byzanz wird bestimmt schon auf dem Weg sein mit ihren 16.000 Mann. Finden Sie übrigens interessant, dass sie ein Totenkopf-Symbol haben. Für mich sind die eigentlich kein Totenkopf, für mich sind die bloß eine Schnecke. Ich sehe auch keine feindlichen Truppen oder so. Mein Weg ist ewig weit. Bis die bei mir oben eingetroffen sind, haben die eh schon keine Truppenstärke mehr. Da kommen sie alle angegeiert gerade. Wollen sie doch noch eine Runde kämpfen, oder was? Müssen wir schnell machen, weil der Krieg ist gleich vorbei. Ja, dachte ich mir schon, ne? Dass ihr da kein Interesse mehr dran habt. Vor allem, wenn ich die drei Belagerungen fertig habe, ist es hier eh durch. Jawohl, perfekt. Na, so kann man den Krieg gewinnen, selbst mit einem starken Feind. Wenn man einfach nur schnell genug ist. Dann ist die ganze Geschichte trotzdem durch. Radspitze, ich brauche natürlich, ich will nur fähige Leute haben, ne? Das mal ganz vorne weg. Und einen eigenen Glauben werden wir halt nicht gründen, weil wir sind einfach noch zu schwach. Das würden wir nicht schaffen. Da würden wir wahrscheinlich Probleme bekommen, wenn wir das machen. Deswegen lassen wir das. Wir werden jetzt hier keine unnötigen Kriege erklären. 20.965 Mannen hier zu den Waffen. Zahlungen, Dankeschön. Gefangene verkaufen. Bevor die bei mir alle in den Kerkern verrecken und ich dann nachher irgendwann die ganzen Knochenberge wieder rausfegen muss. Dafür habe ich leider noch keine Minions. So, denn irgendjemand hatte hier schöne Ansprüche auf alles. Er hier. Graf Hermann hat einen Anspruch auf... Auf was hat er denn Anspruch? Herzogtum von Thüringen. Da helfe ich ihm natürlich nur zu gerne, diese Ansprüche auch durchzusetzen. Wer hätte es gedacht? Gleich am Verrecken hier, Albert. Coronavirus wahrscheinlich. Entschuldigung. So. Macht man natürlich keine Späße ums mit dem Coronavirus, ne? Muss natürlich nur aufpassen, weil ich nicht genau weiß, wo die feindliche Armee sich jetzt hier gleich aufhalten wird. Da laufen 2-6 rum. Und wir gehen jetzt hier das Risiko ein, dass sie mich hier irgendwo abfangen und dann tue ich einfach in den Sammelpunkt verlegen und tue Söldner noch rein, dafür haben wir das Gold. Eine Affäre. Du Schlampe, du Alte. 44 Jahre, ne? Ja, die alten Frauen sind immer die schlimmsten. Die marschieren durch die Gegend wie ein Vogel. Nichts an. Und von einem Ast zum nächsten. war es lustig? Nee, oder? War eigentlich nicht so lustig. Was ist denn das jetzt? Hopp bloß ab. Scheiß Bauern. Ich hasse Bauern. Kann ich irgendwas bauen eigentlich? Ich hätte gerne mehr militärische Gebäude. Geld braucht man aktuell nicht mehr. Es geht eigentlich wirklich nur noch um Armee. Ja, freie Besitztümer, wo ich nichts bauen kann, weil diese ganzen publiken Regionen noch keine Forschung betrieben haben. Ne, auch nicht. Hätte ich eigentlich irgendwo was bauen? Ach, Gott sei Dank. Ja, die tun wir gleich mal verbrennen. Verbrennt die alte. Schön warm. Das ist ja April, das ist meistens noch schön kalt. Deswegen ist es immer gut, wenn man die Leute verbrennt. Dann haben wir gleich noch ein schönes Feuer. Die geben quasi ein bisschen Wärme ab. Quasi eine Form der frühen Klimaerwärmung. darf ich das sagen? Oder ist das schon nicht mehr politisch korrekt? Wenn ich das so sage. Ich glaube, ich kann mir die Frage selber beantworten. Wahrscheinlich kriege ich morgen einen Brief. Entschuldigung, das geht so nicht, was Sie da in Ihren Videos sagen. Denke ich mir, ja, alles klar. Danke fürs Gespräch trotzdem. Ne? Warum sterben denn meine Leute immer weg den ganzen Tag? Ey, das kann doch nicht sein, ey. So. Gefangene können Lösegeld bringen. Ja, auch schon 61%. Oh, da wird gekämpft übrigens. Kurz mit dorthin eilen, mit allen Trüppchen, die ich hier zur Verfügung habe. Ah, okay, wir gewinnen die Schlacht. Jetzt verlieren wir sie wieder. Jetzt gewinnen wir sie wieder. Geil. Das war die geilste Schlacht ever. Wir haben 3-6 verloren, die haben 2-3 verloren. Aber das war eine geile Schlacht. Zuerst haben wir sie verloren, dann haben wir sie wieder gewonnen, dann haben wir sie wieder verloren. Cool. So gefällt mir das. So macht doch Crusader Kings 3 mal wieder Spaß. Schön. Verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen. Ah, meine Befehlshaber haben sich auch gedacht, so scheiße, was geht hier bloß ab? Was geht hier nur ab, du?
Kontrollzuwachs erhöhen auf die nächste Stufe. Wir wollen hier noch eine Runde 2 oder was? Ja, auch mutig, ey. Marschiert mal dort mit rein. Möchte hier nicht nochmal so hohe Verluste machen. Hallo? Nein, nicht. Oh, ich hasse das Spiel. Jetzt hat. Ja, ist doch ein deutlicher Sieg. Wir sind nicht geplagt. Der Preis des Genusses. Die Krankheit der Könige. Oh Gott. Gicht geplagt. Schwerer Gesundheitsmalus. Ich habe Mitleid mit euch, mein Fürst. Ich hätte einige Ideen, wie die Symptome eure Gicht mildern werden. Ein wenig besser. Okay. Mal schauen. Belagen ist das Ding hier fertig, dann sollte es eh schon vorbei sein. Weil die irgendwie scheinbar das Kriegsziel. Ach, das da oben war das Kriegsziel. Na egal. Dankeschön für die Gebiete. Sehr, sehr nett. An das ehemalige ostfränkische, jetzt nicht mehr ostfränkische Reich. Was wir jetzt nochmal kurz machen werden, weil wir haben jetzt hier einige Möglichkeiten, Leute zu vasalisieren. Dann machen wir es dann auch gleich mal. Ja, 3000 Mann gegen uns ist nicht weiter schlimm. Sollten wir eigentlich gewinnen können ohne Probleme. Hoffe ich. Naja, es ist halt wieder die Masse, die es dann auf uns ausmacht, ne? Diese ganzen kleinen Armeen. Man steht dann gleich mal da oben hin. Die bekämpfen sich auch noch gegenseitig, die Idioten. Ja. Ja, jetzt rennen sie weg, weißt? Erst kommen sie an und dann auf dicke Hose machen und dann rennen sie wieder weg. Das sind wir die Besten. Was ist denn mit den Ratsspitzeln, dass sie hier die ganze Zeit verschwinden? Na, Jagd wieder veranstalten. Ganzen Vasalisierungskriegsgründe, die sind äußerst teuer. Irgendjemand ist gestorben von meinen Söhnen. Ich kann auch nicht sagen, dass mich das wirklich interessieren würde, weil ich bin ziemlich kalt, was meine Söhne angeht. Die mag ich nämlich alle nicht. Ja, was macht ihr da? Mit 4000 Mann Straßburg belagern? Viel Spaß, dauert euch 12 Monate. Idioten. Könnt ihr gut, also nicht Idioten, halt ist schon schlau, dass sie mich angreifen. Ja, auch direkt 2 Kriege gewonnen. Krieg 1 ist vorbei. Krieg 2 ist vorbei. Damit sind die auch schon mal weg. Dann einmal dort oben hin. Gehen wir dorthin, schon mal ein bisschen schlägern. Auch wenn wir die Schlacht verlieren werden, ist egal. Ne, die hauen ab. Okay, kein Problem. Die hatten Angst, dass wir sie wahrscheinlich zerquetschen. Weil wir natürlich als Verteidiger gegolten hätten, da die ja Straßburg angreifen. Das heißt, wir zählen auch hier als Verteidiger. Und haben jetzt hier plus 20%, also plus 40% Schaden aktuell. Und so gewinnt man die Schlacht dann auch mit schlechteren Einheiten, die wir hier aktuell nachweislich hatten. Haben die Schlacht trotzdem gewonnen, eben weil wir als Verteidiger gegolten haben in der Situation. Ihr wisst natürlich in der Zwischenzeit, wie das läuft. Ich muss euch das eigentlich auch gar nicht mehr erklären, ich weiß. Denkt euch jetzt bestimmt, krabbel halt die Schnauze. Mit deinen Random Facts, die keine Sau mehr braucht heutzutage. Und haben wir Dingeskirchen erforscht oder was? Oh, Haustruppen sind endlich erforscht. Jetzt erforschen wir königliches Vorrecht, das passt eigentlich, ja. Was ist denn das? Gemeinderegierung? Gibt doch nochmal irgendwas anderes. Machen wir erstmal Chronik führen, können wir Herzogtümerkriege führen. Das andere, was wir jetzt kurz machen, ist mehr Kriegsvolk. Mehr Unager. Und natürlich auf die Maximalstufe alles bringen. Und wenn wir dann endlich das Kaiserreich gegründet haben gleich, oder morgen, oder übermorgen, oder nächstes Jahr, dann könnte ich eigentlich das Ostfrankenreich irgendwann übernehmen? Ah, das könnte ich sogar als erstes übernehmen. Jedenfalls, wenn wir natürlich das Kaiserreich haben, kriegen wir natürlich noch mehr Truppen. So, vasalisieren. Aber wenn er irgendwo ja 3600 Mann hat, woher auch immer. Soll ich natürlich auch noch den Krieg erklären? Ist mir auch total egal, sag ich ganz ehrlich, weil ich kann das problemlos machen. Ich bin so mächtig und stark. Und arrogant. Komm auch noch mit dazu. Er ist ein mächtiger Vasall, da kriegst du ein bisschen Geld. Dass man nicht auf die Eier gehst. Hotfix 1.1.3 ist live. Hä? Ich dachte, der Hotfix heißt 1.2.3. Oder 1.2.2. Also entweder haben die den nochmal kurz umbenannt jetzt in den letzten 2 Tagen. Nachdem ich das Video gemacht habe. Also für euch ist der Hotfix... für euch ist wahrscheinlich Patch 1.3 sogar schon draußen in der Zwischenzeit. bis ich das Video hochlade. Außer ihr seid Kanalmitglieder, dann seht ihr das natürlich immer ein bisschen früher. Aber unter normalen Umständen dürfte es jetzt noch gar nicht so weit sein. Was ist das hier oben eigentlich da? Da ist irgend so eine Löwenarmee.
Die taugt mir nicht. Mach die mal weg, bitte. Ja, dachte ich mir schon, dass sie abhaut. Hab sie trotzdem erwischt. Wir haben plus 15. Das heißt, wir gewinnen die Schlacht, eben weil wir dann doch auch deutlich mehr Damage machen. Haben ja doch keine Chance gegen uns. Belagern hier. Belagern da. Da sind wir sogar schon fertig. Wir erobern die alle militärisch. Nummer 1 ist durch. Das waren übrigens die, die ich gerade verprügelt habe. Die gehören jetzt auch zu uns. Das da unten ist wahrscheinlich auch gleich durch. Coburg ist auch gleich gefallen. Bamberg bzw. damit ist Coburg natürlich auch weg. Da gehören die Regionen ebenfalls zu uns jetzt. Dankeschön. Dann last but not least. Bayern ist da. Hallo Bayern. Wie wär's denn? Ihr und ich. So eine gewisse Freundschaft. Du mein Vasall. Ich der Chef im Ring oder so. Hätte ich doch mal eine coole Idee eigentlich. Jawohl. Ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Ich hasse nicht meine Vasallen eigentlich alle. So, die wollen natürlich erstmal alle ihre rechtmäßigen Lehnsherren haben. Das Problem ist, es gibt mir jetzt wieder Anspannung, bis der Arzt kommt. Kann ich mich gleich wieder selber schlagen. Wir gehen erstmal shoppen. Wir könnten auch noch auf den Markt gehen, das kommt auch noch mit dazu. Dann gehe ich auf eine Pilgerreise. Nach Jerusalem, das bringt mich vielleicht auf andere Gedanken. Möglichst weit wegreisen. Kann ich noch was unterwerfen? Die kann ich noch unterwerfen. Graf Oberto mit seinen 938 Mannen. Gleich mal nur die Lokale haben wir hier ausheben. Nur die guten Boys, auf geht's. Huch, was habe ich wieder Anspannung erhalten? Mann, Mann, Mann. Hallo? Könnt ihr aber gerne dahin marschieren, wenn ich das euch befehle, ne? Ich halte 5 Jahre lang verirrt. Naja, passiert. Glück habe ich ja leider nie was. Was bringt mir eigentlich dieser Verirrt-Abzug? Schwerer Gesundheitsmalus, man kann es aber auch übertreiben, ne? Nur weil ich mich ein bisschen in der Ortschaft gehört habe. Direkt schwerer Gesundheitsmalus. Wahrscheinlich sterbe ich nächste Woche direkt oder so. Kann es aber nicht übertreiben, ne? Immer noch Anspannung. Aber jetzt können wir ein Großreich gründen, weil wir genug Grafschaften wahrscheinlich haben, ne? Und das muss ich auch machen, weil ich kann eigentlich sonst hier niemanden mehr vasalisieren, so wirklich. Ich meine, ihn kann ich jetzt nochmal kurz vasalisieren. Der liegt hier mehr oder weniger auf dem Weg. Ich weiß auch gar nicht, warum der unabhängig ist oder wer ihm das erlaubt hat oder so generell. Die Maschine hier direkt in meine 3000 Mann rein. Das war auch so geplant. Natürlich, logischerweise. Ihr kennt mich. Ich mache ja immer alles mit einem Sinn dahinter. Und der nächste Vorzug ist verfügbar. Meinung von Herrschern plus 20. Sehr, sehr nice. Also in dem Fall republikanische Herrscher. Ja, sieht doch hübsch aus. Kann noch jemanden abgeben hier irgendwie? Nee, so viele Gefangene schon wieder. Hier für einen Gefallen oder so, keine Ahnung, nee. Überdenkt schon etwas. Gehen Sie bitte alle. Einfach die Tür aufsperren und alle gehen lassen. Ich wünsche mir so ein Auto-Verkaufen-Button, dass ich automatisch alle Gefangenen verkaufen kann. Super ätzend. Ein paar Leute erpressen für Kohle. Und ein paar Leute einkerkern, nee. Tut die Leute alle schon verkaufen. So viel Geld kriege ich hier gar nicht. Ich hätte die einfach alle umbringen sollen. Er ist im Krieg. Mit wem kämpfst du denn hier? Kleinkönig Stentorep. Verteidigt er? Ne, er greift an. Soll er gerne machen. Hauptsache, er ist dann gleich nicht mehr im Krieg, wenn ich ihm dann den Titel klauen will. Ja. Wir kämpfen keinen Krieg mehr. Wir können den Titel wegsnacken. Dankeschön. Jetzt bin ich König. jetzt ist auch der heilige Moment gekommen, der so häufig kommt. Wir sind Kaiser geworden. Wir sind jetzt das Kaiserverwaltungsreich und ich mache da auch gar kein großes Taram oder kein großes Drama mehr drum. Weil, ganz ehrlich, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir Kaiser werden in dieser Serie. Zum ersten Mal als Bilder, beim zweiten Mal als Verwalter. Und natürlich auch schon als Ränkespielmeister, waren wir auch schon Kaiser. Da muss man dann auch mal irgendwo einen Punkt machen und braucht ja nicht mehr übertreiben, dass man jedes Mal noch ein großes Taram und Trara macht. Die tun mal nicht vasalisieren, denn aus irgendwelchen Gründen
Hat er angeblich so viele Grafschaften, ich könnte schon wieder kotzen. Wie kann ich nochmal das Limit erhöhen für Vasalisierung? Da gibt es auch eine Möglichkeit, das Limit zu erhöhen. Vasalisierungszwang, Kriegsführung, Chronikführung. Kriegsführung, Chronikführung unter anderem. Und Chronikführung tun wir eh gerade erforschen. Das erhöht das Limit nicht nochmal um 2. Das heißt, ich muss einfach nur warten, hoffentlich, bis ich das freigeschalten habe. Kein Interesse daran zu saufen, ihr Alkoholiker. Ihr Dreckigen. Lass mir die Leute alle beleidigen. Das kann ich am besten. Ja, ihr mit euren hässlichen Ansprüchen da. Habt ihr eine Affäre? Komm, ist mir ehrlich gesagt total egal. Die soll ficken, mit wem sie will, ganz ehrlich. Ist mir so wurscht. Kann ich auch nicht vasalisieren, weil auch zu viele Grafschaften hat. Kann ich irgendjemanden vasalisieren? Na, König Gelder natürlich sowieso nicht. Angria, was ist mit euch? Ja, doch mal Angria. Ganz nebenbei. Möchte zumindest mal ganz Mitteleuropa oder so im Besitz haben. Dann wäre man in etwa auf einer Stufe mit Bildung. Weil immer noch sagen muss, Bildung war schon richtig geil, ne? Was? Wir sind nicht mehr Gicht geplagt. Ein medizinisches Wunder. Den Krug, den Von Conte meine Gemächer mitbrachte, gab ein seltsames Summen von sich. Bevor ich es verhindern konnte, schleuderte er ihn zu Boden. Das Gefäß zersprang in 1000 Stücke und ein Schwarm wütender Bienen stieg aus den Scherben auf. Da Von Conte sein Heil in der Flucht suchte, war ihr einziges Ziel ich. Seltsamerweise verspüre ich keinerlei Symptome mehr. Der Krasse. Krass? Jetzt bin ich fett geworden. So nach dem Motto, ja. Ich kann nicht abnehmen. Interessanterweise. Ich glaube, es liegt an irgendeiner Mod. Also so im Spiel kann man auch abnehmen, aber irgendwie mit meinen Mods kann ich scheinbar nicht mehr. Enttäuschenderweise. Angria gehört jetzt ganz offiziell mir. Der mag mich sogar relativ, das ist aber nett. Kriegt sich nochmal ein Geschenk dafür. Den Titel von Hessen können wir übernehmen, das machen wir auch gleich mal. Dann gebe ich den nicht an jemanden ab, der mich mag und der mich wertschätzt. So, bitteschön. Noch irgendwas? Nein, perfekt. Haben wir hier wieder alles schön ordentlich hingekriegt. Chronikführung dauert noch 13 Monate. Ja, Wohnheitsgelege, Wohnheitsgelege, ne? Ja, Wohnheitsgelege. Was das ja nicht, wenn es fertig ist. Lothringen ist scheinbar im Krieg mit einem meiner Vasallen. Ja, Tatsache. Ist aber cool. Ich muss sagen, ich habe da wirklich kein Problem mit. Okay, mal kurz den Grafen übertragen. Ja, Anspannung, bla bla. Wir geben wieder Geld aus. Wir gehen natürlich auch wieder auf die Jagd. Leider habe ich keinerlei Möglichkeiten, Anspannung zu verlieren. Das ist leider das Einzige, was ich ein bisschen enttäuschend finde aktuell. Also, meine Freunde werden auf alle Fälle gleich ein paar neue Gebiete erhalten. Die Lothringen wird den Krieg höchstwahrscheinlich verlieren. Die haben fast keine Truppen mehr, minus 64%. Der Warscore tickt jetzt einfach zugunsten meiner Freunde. Sehr begeistert bin, aber wir sind auch nicht mehr fettleibig. Jetzt backt das wieder rum wahrscheinlich 10 Jahre lang, dass wir immer fett werden, dann wieder abnehmen, fett werden, abnehmen, fett werden, abnehmen. Ist ja nicht so, als ob wir das nicht schon oft genug gehabt hätten. Dieses nervige Backchen. Gelder ist so hässlich, ich muss die Gelderaner irgendwann mal loswerden. Echt, die brennen mir in den Augen. Das geht überhaupt nicht mehr klar. Ja, Chronikführung ist entdeckt worden. Dann ist die Frage jetzt, ja, jetzt kann man sie vasalisieren. So einfach ist es, man muss einfach nur eine Forschung abwarten. Ja, rennt weg. Haut ab. Verkrümelt euch. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entrinnen. Ihr werdet sterben. Na, hat dir nicht gefallen, Montbéliard? Wohin gehen sie jetzt? Nach Pupshausen oder was? Oh, das ging aber schnell hier. Ihr geht da bloß weg, das ist meine Stadt. Meine. Weg. Ah ja, alle Abgang hier. Ah, so weit kommt es doch hier, einfach sich meine Gebiete snacken wollen. Ah, stimmt, wir können neues Kriegsvolk machen. Machen wir gleich mal gepanzerte Kollegen hier. Soll die jetzt da? Prügeln die sich gerade mit mir? Ja, Tatsache.
Geht ihr mal dort mit hin zur Unterstützung. Können wir hier nochmal alle ausheben. Ich brauche jetzt hier da doch noch ein paar Truppen mehr. Ihr geht dann auch mit hin. Wir verlieren die Schlacht. Hallo. Fußvolk. Okay, wir gewinnen sie jetzt. War dann doch etwas trickier, als ich mir lieb gewesen wäre in der Situation. Ha, da haben wir jetzt doch ein paar Leute mehr verloren. Ha? Schon mal sagen. Aber egal. Der Krieg wird trotzdem mit einem totalen Sieg für das einzig wahre Reich enden, für das Verwaltungsreich. Wir haben jetzt schon 100... Wir haben jetzt schon 100%. Damit begrüße ich ganz offiziell einen neuen Vasallen im Reiche. Den Herrn aus Oberlothringen. Schau, du brauchst doch gar nicht angepisst sein. Ach, ich schicke ihm kein Geld. Lass es sein. Was ist jetzt mit Lothringen? Die kann ich immer noch nicht vasalisieren. Der Kollege ist immer noch zu groß. Ein bisschen wundert, weil eigentlich hat er gar keine Gebiete mehr. Okay, Ansprüche von irgendeinem popeligen Herzog. Das ist alles nicht wert. Kann ich jetzt eigentlich Ansprüche kaufen fürs Herzogtum oder so? Grascher von Luxemburg. Das ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Ah doch, das sieht schon besser aus. Würde ich sagen, machen wir das noch kurz. Und dann haben wir jetzt hier langsam aber sicher mal mit den ganzen hässlichen, popligen Überresten aufgeräumt, die hier in meinen Ländereien sich umhertreiben die ganze Zeit. Genau, prügelt ihr euch da oben nochmal ein bisschen. Das geht jetzt hier relativ schnell. Geht ihr dorthin. Mal kurz folgendermaßen. Einmal halbieren, ihr geht dann nach da oben. Und wir sind fast fertig. Abgierig bringt uns übrigens mehr Einnahmen, ne? 15% plus 2 Verwaltung nochmal. Ja, wie schnell Lothringen fällt. Wir sind kein Gegner. Eigentlich eine Frechheit, so schwach zu sein. Na, wir können Festmahl schmeißen. Habe fast kein Prestige mehr. Ich habe nur noch 2000 Prestige. Mir geht das Prestige aus langsam aber sicher. Ironie. Erstmal ein Schwachmittel, ein Druckmittel erhalten. Ein Schwachmittel erhalten. Ey Leute, ich habe ganz Lothringen besetzt. Könnt ihr den Krieg nicht einfach beenden? Könnt ihr nicht ein bisschen Mitleid mit Lothringen und mir haben? Mal ohne Scheiß. Alter, was machen die denn jetzt da unten? Seht ihr das? Wie sie sich einfach die Provinz snacken wollten. Hat es natürlich nicht geklappt. Danke für Luxemburg. Ist immer eine schöne Provinz. Auch wenn es leider Baguette-Region war oder ist, aber ist nicht weiter dramatisch. Nochmal kurz den Markt besuchen. Würde ich an der Stelle wieder sagen, weitere 15 Jahre sind knapp vergangen. Wir haben ja noch 85 Jahre vor uns. Das Verwaltungsreich ist schön groß und stark geworden, aber noch bin ich nicht zufrieden. Noch müssen wir weitermachen. Mal gucken, wo wir am Ende stehen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.